Eine Passivhaussiedlung, die aktiv Energie produziert. Eine Passivhaussiedlung mit 5 Wohnhäusern und insgesamt 13 Wohneinheiten. Hier sind nicht nur die Bewohner, sondern auch die Energiewende mit eingezogen. Alle Gebäude werden über ein zentrales Haus mit Strom und Wasser versorgt. Und sie hat es realisiert, Dr. Tanja Lippmann vom Solateur Schrammeier aus Ibbenbüren. Tanja lieferte hier ihr Meisterstück ab. Ja, wir haben hier eine Siedlung mit insgesamt 5 Häusern, wo Mietswohnungen drin sind. Und in dem 5. Haus wohnt der Eigentümer dieser Anlage. Und es ist eine Passivhaussiedlung. Es ist eine Siedlung, wo Häuser entstanden sind, die eben auf einem sehr niedrigen Energiestandard gebaut wurden, mit einem großen ökologischen Hintergrund. Wenig Energiebedarf und das gesamte Konzept ist eben aufgebaut auf einem zentralen Gebäude, über dem die gesamte Versorgung der einzelnen Wohnparteien erfolgt. Eigene Strom-, Wärme- und Wasserversorgung zentral. Jedes Haus hat dazu seine eigene Wärmepumpe. Ein geniales Konzept. Hier ist der Wille zur Eigenversorgung und Autarkie in eine moderne und realisierbare Variante gebracht worden. Das Konzept initiiert wurde von dem Herrn Nius, der eben auch mit in dieser Siedlung wohnt, der 2005 sein eigenes Haus zunächst als Prototyp gebaut hat und darauf aufbauend dann die anderen 4 Häuser, wobei schon als sein Haus entstanden ist, das ganze Konzept mitgeplant wurde. Die ganze Siedlung befindet sich in Twist und ist eine Gemeinde des niedersächsischen Landkreises Emsland. Hier zeigt sich, dass man auch Dinge anders machen kann, anders bauen kann. Martin Nihuis wollte es und machte es so. Die Motivation, eine Wohnsiedlung nicht mit Konzepten von der Stange zu bauen, war eine ganz persönliche. Nachhaltigkeit hat bei ihm eine lange Geschichte. Das kommt eigentlich schon aus der Schulzeit. Also ich hatte eigentlich immer auch Lehrer, die ökologisch auch angehaucht waren und ich habe also immer auch schon den Club of Rome und solche Geschichten dann halt gelesen und dass eben die Problematik eben sein wird, dass die Menschheit so wie sie lebt nicht weiterleben kann. Also das Wachstum auf Kosten aller anderen Generationen, das wollten wir halt eben unterbrechen, sage ich mal, und zeigen, dass es auch anders geht. Und dass da ist dieses Projekt eben dann auch draus entstanden. Und mit den Leuten, mit denen man dann eben zusammen ist oder zusammen war, haben wir dann halt das dann eben entwickelt, diese Geschichte. Die Ausgangssituation, eine Passivhaussiedlung, 4 Häuser, jeweils 3 Wohnungen und ein Wohnhaus. In Betriebnahme 2019 in Twist. Der Energiebedarf ca. 32.000 Kilowattstunden für den Komfortstrom, 15.000 Kilowattstunden kommen für die Wärmepumpen dazu. Bei einem Preis von 28 Cent pro Kilowattstunde aus dem Netz würden so rund 13.160 Euro Stromkosten im Jahr dazukommen. Klar, dass da die Eigenenergieversorgung kommen sollte. Dass wir da noch was machen wollen, das war von Anfang an auch klar. Wir haben alle Zähler und alles haben wir auch zentral schon untergebracht, haben auch schon die Leitungen dafür vorgesehen für PV. Nur damals, eben 2008, war es noch nicht so leicht machbar, sage ich jetzt mal. Und jetzt, als dieses Mieterstromgesetz eben jetzt kam in 2017, haben wir quasi angefangen dann mit der Umsetzung dieser Geschichte dann auch, um eben dann aus diesen Passivhäusern, die eben 15 kW eben verbrauchen auf einen Quadratmeter im Jahr, um die eben dann aktiv zu machen sozusagen, dass wir also mehr Energie herstellen als das, was wir verbrauchen. Wir wollen also CO2-neutral für alle Bewohner das also hinbekommen. Jetzt ist die Transformation von der Passivhaussiedlung zur Aktivenergie-Eigenversorgungsautarkiesiedlung abgeschlossen. Denn das ist das Tolle an der Energiewendetechnik. Man kann sie jederzeit in vorhandene Bebauungen integrieren. Hier oben auf dem Flachdach haben wir natürlich einen tollen Ausblick auf die Häuser. Ne? Die 2 Mietshäuser, die wir im Hintergrund sehen, ihr eigenes Haus mit der Südanlage, noch 2 weitere Häuser mit Südanlage sind hier vor uns. Und das große Flachdach, wo wir eben die Module Ost-West aufgeständert haben, auf diesem grünen Dach.
und da der Strom dann so für den Tagesverlauf nochmal ganz gut abdeckend produziert wird. Ja, genau. Ja, und alles läuft ja dann zusammen in den Technikraum unter dem Gemeinschaftshaus. Da haben wir dann ja die Zentrale dann. Die Energiezentrale, damals wie heute eine sinnvolle Maßnahme. Und diese ist nun auch Schnittstelle für die Eigenenergieversorgung. Die Photovoltaikanlage wird vom Vermieter betrieben. 11 der 13 Mieter sind beteiligt und werden über separate Stromlieferverträge mit Solarstrom und Reststrom vom Vermieter als Stromlieferant versorgt. Und zentral werden diese Häuser oder Wohnungen alle über ein Gemeinschaftshaus mit entsprechendem Versorgungskeller versorgt. Alles, was Strom angeht, alles, was Wasser angeht, Regenwasser wird genutzt und an die Häuser weitergeleitet. Und jetzt neu eben auch die Photovoltaikanlage, die auf den einzelnen Dachflächen entstanden ist, die den Strom zunächst in das Zentralgebäude einspeist, wo es auch gespeichert wird, um dann die Versorgung der einzelnen Wohnungen zu übernehmen und auch die Versorgung der Wärmepumpen, die in den einzelnen Häusern stehen, für die Kopplung mit der Wärme und die Erzeugung des Warmwassers. Technisch sind solche Konfigurationen heute kein Problem mehr. Trotzdem ist die Aufgabe, alles zu vernetzen, nicht trivial. Denn es benötigt nicht nur das Versorgungs- und Verteilungskonzept, sondern auch ein Abrechnungskonzept musste herbei. Hier hat sich ja einiges getan. Ja, klar. Wir mussten ja alles, was jetzt hier zu sehen ist, ist ja quasi neu gekommen. Das ist alles neu gekommen, vor allen Dingen auch, weil die Anschlusswerte entsprechend gestiegen sind. Wir haben ja jetzt nur noch einen ganz zentralen Zähler, über den die gesamte Stromversorgung und Einspeisung erfolgt. Und der musste halt etwas größere Leistungen jetzt auch umsetzen können, deswegen hier als Wandlerzählung. Und ja, der Hauptbezugszähler, sowie alle anderen Zähler ja auch hier in ihrem Messkonzept, sind von Discovergy als Messstellenbetreiber als Smart Meter ausgeführt und der Hauptzähler übernimmt auch die Hauptschnittstelle mit Netzwerkanbindung zum Server von Discovergy, um die Daten für Verbrauch und Solarproduktion letztendlich auch zu übermitteln. Nach draußen gibt es nur noch einen einzigen Zähler. Alles andere wird hier in der Siedlung intern geregelt. Das ist gut machbar. Trotzdem gab es jede Menge technische Herausforderungen für Tanja Lippmann. Also die Hauptherausforderung war die hohen Leistungen, die letztendlich versorgt werden mussten. Wir haben hier in Summe 13 Wohneinheiten, wir haben 5 Wärmepumpen, wir haben den Allgemeinstrom, sodass wir eben nicht mehr mit einer normalen 63-Ampere-Zählung arbeiten konnten, sondern mit einer Wandlermessung. Und für die Verlegung und Versorgung vom Hausanschlusskasten bis zum Zähler sind halt schon ganz andere Querschnitte erforderlich. Also über die schwarze Leitung hier unten läuft eben die komplette Stromversorgung, wird dann hier gesplittet in den Teil, der nicht im Mieterstromkonzept mitmachen möchte oder noch nicht mitmachen möchte. Und dann die Hauptleitung für alle Beteiligten am Mieterstrom, also 11 Wohneinheiten, 5 Wärmepumpen, Allgemeinstrom. Das läuft jetzt alles über den Hauptstromzähler als Wandlermessung. Als Messstellenbetreiber wird hier Discovergy eingesetzt. Es gibt ein Smart Metering mit Smart Meter Gateway für die Fernauslesung der Zählerdaten sowie einen Messwandler für den PV-Erzeugungs- und Einspeisebezugszähler. Es gibt also heute alles, um derartige Konzepte wie hier gut umsetzen zu können. Die Mieterzähler im Nebenraum, die rechnen ja dann alle mit Ihnen als Vermieter ab. Da sollten wir vielleicht auch noch mal eben gucken gehen. Ja, okay. Wie schon erwähnt, wird ja die Photovoltaikanlage vom Vermieter betrieben, der nun rein intern misst, wie viel Energie die einzelnen Haushalte verbrauchen. Hier ist alles transparent und nachvollziehbar. Niemand ist mehr einem externen Energieversorger ausgeliefert. Das alles ist ein Plus an Freiheit. Ich bin jetzt Energieversorger. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen, dass man das jetzt ist. Ja, wie gesagt, es ist an sich nichts Problematisches. Es muss halt alles eingerichtet werden. Das ist aber auf der Discovergy Homepage ist das also auch machbar. Wie gesagt, und dann werden halt die Abrechnungen werden dann auch von Discovergy halt eben auch gemacht. Und das kann man eben auch noch in verschiedener Weise machen. Man kann also mit den Mietern, wie sie das bisher auch gewohnt sind, eine Vorauszahlung machen, also eine laufende Vorauszahlung. Oder man kann sogar hingehen und sagen, ich rechne wirklich jeden Monat komplett ab.
Also das gibt es an sich nicht. Bei den anderen EVUs kriegt man das halt noch nicht und das ist eben da schon möglich. Außerdem hat der Mieter immer die Möglichkeit, sogar seinen eigenen Stromverbrauch aktuell sich anzusehen und möglicherweise sogar darauf dann irgendwo einzustellen. Wenn also vielleicht auch ein Gerät mal kaputt geht und unverhältnismäßig viel Strom verbraucht, auch das erkennt man in solchen Kurven dann, dass also irgendwas unnormal ist und darauf dann auch reagieren kann. Ne? Überschüssiger Strom wird natürlich gespeichert. Also wir haben hier das E3DC Hauskraftwerk und zwar das Hauskraftwerk aus der Pro-Serie, wo wir eben einen Teil der Module direkt DC-seitig angeschlossen haben. Der Wechselrichter im E3DC ist mit knapp 15 kW belegt. Bei 65 kW Photovoltaikanlage ja. Reicht das natürlich nicht. Deswegen haben wir hier als externe Quelle dargestellt eben noch Wechselrichter, Zusatzwechselrichter. An jedem Haus hängt ja ein Wechselrichter, also 5 Wechselrichter. Und der 6. Wechselrichter hängt ja auch hier unten im Keller und versorgt eben die anderen Module, die wir nicht direkt an dem E3DC mit anschließen können. Die Speicherung im E3DC mit 19,5 Kilowattstunden Speicherleistung wird natürlich in erster Linie geladen mit dem DC-Strom von den Modulen, den wir hier direkt angeschlossen haben. Aber da wir eben ein sogenanntes hybridfähiges System haben, kann auch der Wechselstrom von den Wechselrichtern wieder zurück in Gleichstrom gewandelt werden, um auch noch die Akkus damit zu laden, wenn denn so viel Überschuss da ist, dass das erforderlich ist. Immer wieder beeindruckend, mit wie wenig Platz in den Technikräumen moderne Energiewendetechnik auskommt. Neben dem Hauskraftwerk, das als All-in-One-Gerät Wechselrichter, Batterie und Energiemanagement kompakt beherbergt, nimmt auch der zusätzliche Wechselrichter wenig Raum ein. Auch die zentrale Leistungsmessung gibt sich vom Platzbedarf sparsam. Also hier haben wir den Bereich, wo wir zum einen die zentrale Leistungsmessung für das E3DC Hauskraftwerk haben, wo gemessen wird, wie viel Strom wird jetzt in den einzelnen Wohneinheiten und Verbrauchseinheiten benötigt, damit das Hauskraftwerk die gesamte Steuerung der Stromflüsse übernehmen kann, wann wird der Akku geladen und entladen. Und verschiedene Absicherungseinheiten, die einfach nach VDE-Vorschriften erforderlich sind. Und hier die drei Abgänge, einmal zu den beiden Unterverteilungen mit den Zählern im Nebenraum und dann der dritte Abgang, das ist eben der Abgang für den E3DC und die externen Wechselrichter. Die Photovoltaikanlage ist ja so groß, dass nicht der gesamte Strom vom Wechselrichter im E3DC abgewickelt werden kann. Da sind eben noch Zusatzwechselrichter erforderlich. Der Abgang ist hier und geht letztendlich als erstes auf dem Zähler, der hier die gesamte Photovoltaikproduktion misst, bevor Eigenverbrauch gemacht wird. Also bevor Verbrauchseinheiten versorgt werden, wird hier über den Zähler erfasst, wie viel wird in Summe von allen Wechselrichtern und vom E3DC produziert. Das läuft über diesen Zähler. Die Maßnahmen. Auf das Dach kam eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 65,27 kW Peak. 4 Häuser mit jeweils 8,2 kW Peak, ein Haus mit 6,72 kW Peak und der Carport mit stolzen 25,62 kW Peak. Als Stromspeicher kommt ein E3DC Hauskraftwerk aus der Pro-Serie zum Einsatz mit beeindruckenden 19,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Aufgrund der Vielzahl der PV-Anlagen wird ein zusätzlicher Wechselrichter benötigt. Die Wärmetechnik? Jedes Haus hat eine eigene Wärmepumpe mit 1,8 kW. Jede Wohnung dazu eine eigene Lüftungsanlage. Nebenbei bemerkt, Technikräume müssen nicht hässlich sein, wie dieses Beispiel zeigt. Im Mai 2019 wurde die Anlage zur Eigenenergieproduktion in Betrieb genommen. Sofort zeigen sich die gewünschten Ergebnisse. Schon ab dem frühen Morgen benötigt es keinerlei externe Energieversorgung mehr. Dazu kommt ein kräftiger Überschuss für die Batterie. Ich habe hier einfach nochmal so die Tagesgrafik vom gestrigen Tag. War von der Produktion her natürlich ein sehr schöner Tag. Es sind 389 Kilowattstunden, die im Haus verbraucht wurden. Schon morgens um 6:30 ist die Sonne so weit hoch gewesen, dass der Strombedarf im Haus
komplett über die eigene Photovoltaikanlage abgedeckt werden konnte. Der Akku wurde aufgeladen, ist dann auch voll geworden. In den Abendstunden wurde er wieder entladen, hat die Nacht nicht ganz abgedeckt. Wir hatten also, obwohl wir einen Hausverbrauch von 89 Kilowattstunden, einen Netzbezug von 12 Kilowattstunden. Für dieses Zeitfenster haben wir eben die 83% Autarkiequote für den gesamten Stromverbrauch der Siedlung hier. Also nicht nur für ein Haus, sondern für alle Häuser und vor allen Dingen auch für die Wärmeproduktion. Ja, genau. Wie es bei einem modernen Energiekonzept heute so ist, wird auch hier alles verstromt. Per Wärmepumpe für die Heizung und das Brauchwasser. Die Wärmepumpen haben einen Strombedarf von 15.000 Kilowattstunden pro Jahr. Die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 65,27 kW Peakleistung wird damit spielend fertig. Eigenenergieversorgung gibt es nicht nur bei der Energie, sondern auch beim Wasser. Das Ergebnis. Gerechnet wird mit einer jährlichen PV-Erzeugung von 60.000 Kilowattstunden, wobei man 43% direkt selber verbraucht. Die Autarkie liegt so bei ca. 55% und der Netzbezug bei 45%. Ja, hier ist noch unsere Versorgung mit Wasser. Wir sind ja nicht nur Energieversorger, sondern auch Wasserversorger sozusagen. Wir haben also auch nur einen Anschluss für Wasser und sammeln hier auf dem gesamten Gebiet das Regenwasser, was dann in den Zisternen, kann man hier noch so ein bisschen sehen, wo 40 Kubikmeter Wasser eben gespeichert werden, zwischengespeichert werden, hier hergepumpt werden und dann über die obere Pumpe in den Garten und dann mit der unteren Pumpe wird das Ganze zu den Toiletten und zu den Waschmaschinen transportiert. Und so haben wir dann eine Wasserversorgung. Wenn das Wasser nicht ausreicht, was im Sommer leider passiert, dann haben wir hier eine Nachspeisung sozusagen. Dann wird also das Wasser vom Wasserversorger quasi auch in diesen Tank hier gepumpt und dann über die große Pumpe wieder im ganzen Gebiet wieder verteilt. Alles naheliegende Konzepte, die ökonomisch und ökologisch Sinn machen und funktionieren. Normalerweise sind Vermieter die Energie- und Wasserkosten egal. Hier ist es anders. Ehrlich gesagt, in der Regel interessieren sich auch Mieter und Mieterinnen kaum für die Versorgungskonzepte ihrer Wohnung. Selbst das ist hier anders. Thorsten Meyer lebt nun hier und die Idee der Eigenversorgung hat bei ihm sofort gezogen. Ich war auf der Suche nach einer Wohnung und dann habe ich diese Wohnung gefunden. Aber ich sag mal, wenn ich nach was Bestimmtem gesucht hätte, wäre es genau das gewesen, was für mich das Richtige gewesen wäre. Also ich hab etwas gefunden, was meinem Herzen voll entsprach, obwohl ich nicht danach gesucht hatte. Also es war für mich ein totaler Glückstreffer. Wird das Konzept von den Mietern verstanden? Also nichts im Detail, sondern nur was verstanden, dass es ein Passivhaus ist, dass es ein ökologisches Wohnprojekt ist. Also allein diese Begriffe fand ich schon schön, gepaart mit diesen Bildern, die gezeigt worden sind. Einfach auch mal raus aus diesem monotonen Grau, Braun, Rot, Braun oder wie auch immer, sondern auch so leichte farbliche Aspekte zu sehen. Man konnte auf den Bildern aus meiner Erinnerung erahnen, dass es relativ viel Grün drumherum gab. Und das fand ich schon grandios. Kann man hier normal leben oder gibt es Einschränkungen durch die Eigenenergieversorgung? Quatsch, also Blödsinn, das ist, also im Gegenteil, also es gab noch nie einen Ansatz von Einschränkungen, ganz im Gegenteil. Also auch dieses Faszinierende in den Wintermonaten zu erleben, die Heizung läuft so gut wie gar nicht, das Haus ist warm. Also das ist ein schönes, das ist keine Einschränkung, das ist doch eine wunderbare Erfahrung. Ne? So. Und vorher, bevor wir hier diesen eigenen Strom hatten, hatte ich eh schon einen sehr guten ökologischen Strom, ich sage auch nicht, dass es Greenpeace Energy war, und das finde ich ist einfach eine fantastische Möglichkeit, da auch zu leben. Und es gibt null, wirklich 0,0% Einschränkung. Wer das behauptet, der hat das noch nicht erlebt. Wie aber schaut es hier mit der Wassernutzung aus? Toilettenspülung und das Wasser für die Waschmaschine funktioniert über das Brauchwasser. Wird die Wäsche dadurch vielleicht nicht richtig sauber? Genau, und die Wäsche wird trotzdem sauber. Also sollte man nicht glauben, ist aber so. Und ich merke es gar nicht. Ne? Ich überlege manchmal, wo war das jetzt nochmal angeschlossen? Weiß ich gar nicht. Ich merke es nicht. Ne? So, ist wunderbar. Mein Lebenskomfort hat sich in keiner Weise negativ verändert. Ja? Was sich verändert hat, ist so ein inneres Gefühl von, Genugtuung ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schön,
an mehr Stellen ökologisch nachhaltig verantwortlicher zu leben. Aber es hat sich nicht praktisch verändert im Sinne von, ich darf jetzt nur noch einmal in der Woche duschen oder die Klospülung funktioniert nicht. Das ist alles Quatsch. Es ist alles prima. Also es gibt keine negativen Veränderungen in dem Sinne. Also das ist eigentlich auch das, was auch alle Mieter auch so weit überzeugt hat, dass sie eben, dass wir es schaffen, dass wir mehr Energie hier erzeugen, als im gesamten Gebiet verbraucht wird. Dass wir also tatsächlich sagen können, wir wohnen CO2-neutral. Ja, also mindestens CO2-neutral, eigentlich sogar noch etwas besser. Das nächste ist halt, dass wir gucken, dass wir halt vielleicht noch Elektroautos und diese Dinge dann mit in dieses Konzept mit reinbauen. Vielleicht auch mit Vermietung der Autos oder eben so eine Carsharing-Geschichte oder solche Sachen. Also wie gesagt, das sind so die nächsten Aufgaben, die man dann daraus dann entwickeln kann. Da müssen wir erstmal sehen, wie viel Strom wir überhaben, dass das halt das eben auch interessant ist, dass man sowas mit anbietet. Aber gedanklich wollen wir das natürlich auch noch schaffen. Ja, ist ja ein tolles Konzept hier. Es ist eigentlich total schade, dass es das in Deutschland so selten gibt bisher auch. Schön, für dass die es Mieter. Ihnen gefällt, ja. Aber ich glaube auch die Mieter, die dann hier alle wohnen, die sind auch ganz gut zufrieden damit und fühlen sich ja auch ganz wohl. Ja, kann man nochmal so machen. Tanja Lippmann hat recht. Kann man nochmal so machen. Oder besser gesagt, das kann man überall so machen. Die Eigenenergieversorgung größerer Wohnanlagen ist möglich.